Europäische Woche des Sports ist ein ganz neues Format der EU-Kommission, die erstmals in diesem Jahr versucht, europaweit Menschen zu mehr Sport und Bewegung zu animieren. Wir wollen Europa auch zusammenbringen. Wir wollen zeigen, dass Sport was länder- und völkerübergreifendes ist. Sport kennt keine Sprachbarrieren. Wer die Regel einer Sportart kennt, der kann mitmachen. Und von daher finde ich toll, dass wir in Karlsruhe diese Riesenaktion haben. Wir haben uns überlegt, dass das Sportabzeichen genau das richtige Aktivierungspotenzial besitzt, um die Leute dazu zu bewegen, einfach sich mehr sportlich zu betätigen. Also jeder, der Zeit und Lust hat, sollte es versuchen, weil alters- und geschlechtsspezifisch abgestuft kann jeder sozusagen schauen, was habe ich noch drauf. Ein Wettkampf gegen mich selbst. Die Gesundheit zu fördern. Weil ich dann mal mit meinen Freunden Zeit verbringen kann. Mädchentouren, ich mache Yoga. Bewegung ist für mich wirklich Lebensfreude. Und es bringt gute Laune. Und auch manchmal Herausforderungen. Bundesjugendspiele, da habe ich nie eine Urkunde bekommen. Vielleicht kriege ich jetzt eine. Wir sehen hier in Karlsruhe unglaublich viele Sportvereine und Sportabteilungen, die hier mit Ständen anwesend sind, die zeigen, was sie drauf haben, die ihr Angebot haben, die auch werben, dass neue Menschen zu ihnen kommen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, mehr Aktivität in unseren Vereinen. Diese ganzen Vereine und Verbände, die heute da sind, sind ja ein guter Spiegel dafür, was der organisierte Sport eigentlich in Deutschland alles schaffen kann. Komm raus aus deiner Wohlfühlzone. Die Länder-Challenge hat die Idee, dass hier quasi virtuell Mannschaften für die 28 europäischen Mitgliedstaaten gegeneinander antreten. Ich glaube, dass der Sport ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie wir in Europa viele Sachen gemeinsam machen können. Wir erhoffen uns, dass so dieser Funke so ein bisschen überspringt, dass das Sportabzeichen als eine Möglichkeit wahrgenommen wird, wie man aus dem Couch-Potatoes rauskommt und in die Sportschuhe rein.